Recht herzlich willkommen zur 134. Folge von Avorion. Ja, es gab ein Update und zwar kann man jetzt irgendwie, wenn man F2 drückt, Kontrollschema umgeschaltet. Das ist jetzt so und man kann dann sein Schiff anders bewegen. Ich weiß aber nicht, was es bringt. Achso, wir sind auf dem Sichtpunkt sozusagen und dann kann man so hoch, runter, links, rechts. Und wie komme ich dann da bitte schön voran? Gar nicht. Das ist nur, wenn ich drehe wohl, kann ich so mein Schiff bewegen. Das heißt, es hat vielleicht Vorteile, an einer Station oder sowas anzudocken oder so. Oder die Ausrichtung zu machen. Ja, das ist F2, ne? Und sonst, ja, bringt mich das jetzt nicht wirklich weiter, würde ich sagen. Aber es ist da und es ist schön und ja. Metallstation braucht was? Gucken wir mal gerade rein. Schwarzes Brett. 12 Bergbauroboter. Da geht richtig Kohle drauf dann. Wie viel Kohle haben wir überhaupt? 8 Millionen, okay. Und ja, sonst ist alles gut. Wir wollten diesen Sektor entdecken. Lass mal die Karte gucken, weil es geht ja von hier aus vielleicht weiter. Ja, genau, darüber geht's dann. Wo wir schon herkamen, oder was? Nee, das ist daneben. Das ist, warte, Steuerungstaste. Dann sieht man, dass das hier hingeht, wahrscheinlich dahin. Okay, das Tor hat also noch ein, es gibt ein weiteres Tor halt. Gut, hier oben ist das, ach, das ist die Station, die ausgewählt ist. Hier gibt's ganz viele Stationen. Hier gibt's Naonit. Hier gibt es auch ein Ressourcendepot. Ja, ich glaube, wir gucken mal gerade in die Strategiekarte rein. Ah, es gibt hier eine Übersicht, was hier ist. Das ist cool, das ist glaube ich auch neu, ne? Ressourcen, Zinnmine. Kann man hier auch direkt auswählen, auch sehr schön gemacht. Okay, Bergbauschiff. Frachter von irgendeiner anderen Nation. Da ist das Nord-Nord-Ost-Tor. Wir wollen aber das Süd-Süd da nehmen. Ja, das ist cool, weil dann ist das gleich ausgewählt. Wir können dann ausrichten zum Tor und sind dann da. Krass, sehr schön. Fliegen wir doch da mal rein, weil das ist ja jetzt unser nächster Weg, den wir haben. Den wir vorhaben zu fliegen. Weil wir wollen ja ein bisschen noch was entdecken dann. Gut, da geht's weiter. Ja, dann kann man hier wieder P9 drücken und wir haben wieder die schicke Ansicht. Reparaturschiff, Schiffswerft, Kreuzer und zwei Tore. Super, oder? Das gefällt mir sehr gut. Schiffswerft ist dann da. Was haben die denn so im Angebot? Crew-Schiffe, Schiffe bauen. Ja, da kann man das dann so alles bauen, ne? Aber wir wollen ja selber bauen, ne, oder? Schwarzes Brett, war nix? Nein, war nix. Was hatten wir sonst noch? Reparaturdock, okay, da können wir unser Schiff reparieren. Das wollen wir auch nicht. Und dann geht noch Güter handeln. Okay, das war dann das Normale, was es noch gibt. Ja, dann würde ich sagen, den Aufgewerteten hier, Süd-Südwest, sind wir dann unterwegs. Das ist dort. Dann fliegen wir da mal hin. Wir sind jetzt wieder bei einer anderen Fraktion hier, die wir aber, glaube ich, schon kennen. Unknown Duty Better heißt der Sektor hier. Wir fliegen mal auf das Tor zu. Haben hier einen Titanklumpen gerade gehabt. Und sind schick unterwegs, ne? Okay. Alles klar. Also das ist eine coole Geschichte hier. Habitaten, Kreuzer gibt es hier und diese drei Sachen. Wenn man das zumacht, wüsste ich gerne, wo man es wieder aufmacht, ne? Ist das hier oben irgendwo dann? Spielermenü. Schiffsmenü. Galaxiekarte. E-Mails, Baumodus, Spielerhandelsmenü. Ja, ich weiß nicht, wo man den Sektor dann aufmachen kann, diese Anzeige. Habitat haben wir dann noch hier.
Und das war's schon, ne? Ja, jetzt müssen wir mal gerade die Karte angucken, die ja hier ist. Und überlegen, wo wir hinwollen. Ich glaube, wir fliegen mehr nach da, weil das vielleicht besser ist, oder? Das bedeutet, Nordwesttor ist angefragt. Da unten ist es. Richtung Westen geht die Reise. Auf geht's. Unten 500 Meter die Sekunde. Und dann springen wir durchs Tor. So, hier reingeguckt ist nichts Besonderes, nur ein Wegpunkt. Sagt die Karte uns, da lang oder da lang. Ja, ich würde jetzt nochmal Nordwest weiterfliegen wollen. Nordwesttor ist das, ne? Ja, ist ja ausgewählt. Also geht die Reise da weiter. Ja. Das ist alles soweit schick, ne? Ja, mit dem Update gab es auch noch ein paar Sachen so Richtung Fraktionen, dass mit denen besser passt, wurde gebalanced. Ja, und solche Sachen halt, ne? Und Bugs sind natürlich auch behoben worden. So, da fliegt einer weg, aber wir gucken erstmal hier. Kreuzerfrachter. Und hier geht die Reise auch so, die Fraktion ist da. Das heißt, wir fliegen mal wieder noch weiter nach Nordwesten. Nordwest oder West-Nordwest? Nordwesten wollen wir. Das ist das Tor. Ja, nehmen wir das. Aber das ist, nee, das ist eine Mine da. Ich wollte gerade sagen, da ist ein dicker, fetter Klumpen, den wir claimen können, aber den brauchen wir nicht claimen, weil das schon eine vorhandene Mine ist. Gut, das Tor da oben ging Nordwest-Nord und wir sind Nordwesttor. Ähnliche Richtung. Schiffe mit Handelssystemen können mit Fabriken und anderen Stationen kommunizieren. Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist cool hier. Das ist wirklich super toll, das anzuklicken immer. Waffenfabrik, Schiffswerft, Ausrüstungsdock. Das ist für uns erstmal gerade interessant. Und da gucken wir doch mal rein. Verstärkter Transmitter, Sender, Energieunterdrückung. Okay, wir gucken mal von hier. Hightech-Handelssystem. Okay, Geschützkontrollsystem, Scanner. Das können wir nicht kaufen, weil wir nicht die Beziehung haben, ne? Das ist schade. Okay, Geschütztürme und sowas aus Titan, Eisen und zwei aus Naonit. Titan Air Abraka. Ja. Dann haben wir Jäger. Das hatten wir gerade schon. Das sind die Torpedos. Hier können wir was verkaufen. Oder auch nicht, ne? Hier können wir wieder kaufen. Okay. Ja. Gehen wir hier nochmal, nee, nicht da, da gehen wir eine Karte, ach, die Fraktion muss wohl hier irgendwo anders sitzen, das ist aber sehr schade, dass die sich nicht ausgebreitet haben weiter. Ich glaube, ich fliege mal jetzt aber nicht nach da oben. Waffenfabrik, okay. Was geht da? Kann man da auch Waffen kaufen? Nee, ne? Geschütztürme kann man da bauen. Ah, wir sind jetzt noch nicht, Beziehungsprobleme mal mit denen. Da ist die Militärstation. Was möchten die denn so? Sektorerkunden, Ressourcenknappheit. Könnt ihr ja mal einen Sektor erkunden. Wäre mal eine Abwechslung, ne? Sektor 24 minus 349.
24 minus 3, 49. 24 minus 3, 49. Das wäre da. Hätten wir zwei Sprünge. Wir haben diese Fraktion hier nur mit Zweien da, ne? Würde mich jetzt sehr interessieren, ne? Gibt es da noch mehr von denen oder nicht? Ist eigentlich schade, ne, dass das nicht mehr ist. Sind die das da auch? Die Herrscher von Makuk oder so ähnlich. Und diese? Wer sind die? Sind die das auch? Nee. Das ist eine andere Herrschaft. Keine Ahnung, wer das ist. Gut, ja, jetzt ist die Frage, nimmst du das an, nimmst du das nicht an, ne? Ich glaube, wir nehmen das nicht an. Wir gucken mal gerade hier, wie wir weiterspringen können. Südost, da sind wir hergekommen. Südost nehmen wir dann mal. Dann müssen wir da in dieses Tor, was direkt neben uns ist, okay. Dann springen wir da mal gerade rein. Sehr schön. Geht's denn da noch in eine andere Richtung? Ja, geht es. Und zwar nach Süden dann. Gut, dann machen wir mal die südliche Route gerade. Das ist das Tor, was wir auch sehen. Ich glaube, hier ist wahrscheinlich nichts, ne? Nein, nur die Tore, ein leerer Sektor. Fliegen wir da mal runter und gucken uns das dann an. Also da runter nichts, sondern fliegen da drauf. Aber im Süden sagt man ja gerne, man fliegt runter, ne? Okay, dann geht die Reise dahin. So. Ein Tor weiter. Okay, hier fliegen alles lilane Leute wieder rum und nichts Besonderes. Und wir haben ein Tor, tja, nach Ost, Südost. Nö, das möchte ich nicht nehmen. Ich möchte das andere Tor haben, welches aber kaputt ist, wie wir gerade sehen. Da ist ein Schrottplatz. Ach so, das heißt, hier gibt es auch ganz viele kaputte Schiffe oder sowas, ne? Wracks, da gibt es dann die Genehmigung. Ost-Süd-Ost-Tor. Da sind wir hergekommen. Gibt es noch ein weiteres Tor? Zeig mal gerade, doch, muss es geben. Südwest-Tor. Wo ist denn das? Ach, da unten. Da ist es. Dann fliegen wir da mal hin. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Wracks hier auf diesen Friedhof rammen, die hier unterwegs sind. Da kann man natürlich abwracken und dann einsammeln, ne? Ja, eine coole Idee in dem Spiel, muss man sagen, sowas zu haben. So, aber wir sind raus aus dem Sektor. Und schauen uns den nächsten Sektor an. Okay. Machen wir gerade das auf hier. Nichts Besonderes. Ja, da geht's da lang und da lang, ne? Ich glaube, wir nehmen mal diese Richtung. Wie ist denn überhaupt der... Ach, wir fliegen dann sogar weg von der Galaxie. Das ist ja auch nicht so das, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Aber vielleicht finden wir irgendwo wieder so einen großen Sprung. Das geht ja auch, gibt's ja auch, ne? Die großen Wege. Großen Risse, großen Tore. Ja, das bedeutet, wir gehen weiter in diese Richtung und das könnte dann das Tor sein, so wie es auch aussieht. Einmal die Reise dahin. Und der nächste Sprung dadurch. Alle im Weg hier oder was? Nee, ne? Kommen auf jeden Fall nebenher.
Und dann durch das Tor. Und da vorne. Was haben wir da? Reparaturdock und da Handelsposten. Hier ist so viel Grün am Leuchten, ne? Das ist schon krass, oder? Zieh Handelsposten haben wir hier. Das ist eigentlich super hier, weil dann kann man hier vielleicht ein Handelsschiff haben, was untereinander da hin und her fliegen würde, ne? Das wäre schon nicht schlecht hier. 5 Handelsposten. Da gibt es bestimmt Sachen, die man untereinander tauschen könnte, ne? Aber wir müssen jetzt erst das Tor finden, das da ist. Ja, dann geht die Reise da erstmal weiterhin. Und ja, ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr mitbekommt, wenn ein neues Video hochkommt. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss.